Shalom Aleichem, guten Abend allerseits. Es ist eine große Freude, heute zu lernen Sera Shimshon über Parashat Shavua Tzav und über Haggadah shel Pesach. Der Shiur heute ist für Refuah Shlema für alle, insbesondere für Elia ben Yehudit, soll hoben Refuah Shlema, gute Besserung. Danke für seine Eltern für regelmäßigen Push und Motivation, für jeden Woche Shiur zu machen. Sein Papa schon am Sonntag sagt mir immer, Shlomo, diese Woche Shiur Zera Shimshon, Hashem soll uns helfen, dass die Emuna und Bitachon an Hashem durch die Torah von Tzadikim soll uns alle helfen. Wir werden lernen heute zwei Teile, wie gesagt, hoffentlich schaffen wir das in 40 Minuten, 20 Minuten Bezrat Hashem über Parashat Tzav und 20 Minuten eine Gedanke wunderbar über Haggadah shel Pesach. Was ist Besonderes heute an die Abschnitte? Eins, die sind relevant. Zwei, die sind große Stärke und Motivation für Leute, die nicht so glücklich und dankbar für ihre, an ihre subjektive Meinung niedrige Aufgabe. Und vielleicht durch das Lernen heute werden die Menschen, die von ihrer Rolle, Aufgabe, Position am Leben eine Stärke finden, dass nicht nur Kleider machen Leute, sondern Leute machen die Kleider. Das heißt, wenn du dich wirklich von deiner Mission, von deiner Aufgabe glücklich, spielt keine Rolle, welche Kleider trägst du, vom Pilot oder von Mülleimer. Wenn das ist bei dir eine Berufung und du liebst es, dann ist es wunderbar. Und Hashem soll mir geben die richtigen Werte. Steht in Shabbat, Kapitel 114, sagt Rab Acha Bar Abba, von Namen von Rabbi Yochanan, von wo lernen wir in die Torah, soll man Kleider wechseln. Er bringt das von dem Torah, von unserer Parasha, Kapitel 6. Er zieht sodann seine Kleider aus und bekleidet sich mit anderen Kleidern und bringt die Asche außerhalb des Lagers hinaus an einem reinen Ort. Sagt Rashi, hör mal gut zu, andere Kleider ist nicht ein Pflicht, sondern Anstand, damit er nicht bestaube, beschmutzt, verdreckt seine Kleider. Dadurch, durch die hier Hausbringen, die Asche, dass er die ganze Zeit dient Gott, soll nicht beschmutzen. Und er bringt eine allegorische Fabel, eine Maschal, in den Kleidern, in denen einer das Gericht für seinen Herrn kocht, reiche, mische er nicht den Becher seinen Herrn. Darum zieht er andere Kleider an, weniger gute. Was heißt es? Wir wissen, es gibt eine, kocht in die Küche. Und es gibt eine, der kommt und serviert nach außen. Wir wissen, eine gute Balaboste, eine gute Hausfrau, ganze Tag steht sie in die Küche, kocht, backt, frittiert, schneidet, alles ist verkleckt, riecht nach Öl. Eine Stunde vor dem kommen die Gäste, sie geht duschen, salben, cremen, schöne Kleider, macht sich schön im Pony, geht raus. Sie ist selbst überrascht, guck mal, wer bin ich? Das ist dieselbe Hausfrau, die war früher in die Küche. Sie sieht plötzlich eine andere Person. Jetzt sagt der Zera Shimshon, warum brauchen wir dafür einen Beweis von Torah? Das ist die Natur, das ist die Manierung. Als die Israelis sind gekommen nach Israel, sie sind gekommen von vielen Ländern, von Marokko, von Tunesien, von Jemeniten, von Osteuropa, von Westeuropa. Und es waren noch nicht klare Manierungsregeln. Es war so in Tel Aviv eine Frau, sie war so eine Primadonna, so eine Urim Vetumim. Sie hieß Chana Bavli. Und Chana Bavli hat geschrieben ein Buch Manierung. Wie soll man, weißt du, wie soll man legen die Serviette und wie soll man sich
Gießen und wie soll man höflich reden. Ich würde sagen Höflichkeitsbuch. Es gibt Sachen, die sind nicht geschrieben, aber die gehören zum Kultur und steht in keinem Buch in die Torah, dass wenn einer geht rein im Aufzug, soll er lassen die Tür offen für den Nächsten. Steht nirgendwo. Aber ein Mensch, der lernt in sein Leben, dass wenn noch einer sitzt mit ihm am Tisch, er gießt Wasser, darf ich sie dem Salat einrichten. Das sind Sachen, die man lernt. Man beginnt nicht zu essen vor dem Chef. Also das sind Sachen, die sind Höflichkeit. Das sind nicht Gesetze von Torah, das ist kein Halacha. Das ist Hanna Bavli. Das ist so eine Buch von Manierung. Fragt der Serashim schon, wieso Hashem hat einen Bedarf, uns zu geben einen Befehl, soll er ausziehen seine Kleider und soll er sich anziehen neue Kleider? Warum braucht man beides? Er sagt, vielleicht in Bet HaMikdash, das ist ein heiliger Ort und dort bleibt neben dem Altar unten in so einer Apfelasche und morgen früh, es ist eine wichtige Sache, zu beginnen mit dem Saubermachen, mit dem Schmutz. Jeder Mensch will doch machen schöne Sachen, gute Sachen, Sachen, die machen Sinn, zünden die Menorah. Wunderbar, du stehst auf der Bühne. Aber zu gehen morgen früh und zu entfernen die Asche, zu sauber machen den Müll, für manche Leute scheint das als unehrliche Arbeit. Und hier will uns die Serashim schon etwas große Lehre bringen und ich hoffe, dass diese edle Lehre wird mir gelingen zu bringen. Jeden Kohen, jeden Diener, jeden Priester, jeden Mensch ist irgendwie Kohen. Er muss Hashem dienen. Man muss Hashem dienen in die Handlung und man muss Hashem dienen bei der Vorbereitung. Ohne Vorbereitung gibt es keine Mitzwe. Nicht umsonst steht in der Talmud eine ganze Liste, wie haben sich die Tanaim und Amoraim haben sich vorbereitet zum Schabbes. Der hat gemacht sauber den Fisch. Der hat geschält Knoblauch. Der ist gegangen und geschnitten Holz. Warum ist es uns wichtig zu wissen, was hat jeder gemacht? Weil der Talmud will uns sagen, dass die Vorbereitung ist genauso wichtig wie das Genießen an dem bedeckten Tisch. Und auch die Teile sind die Vorbereitung und auch dort bei diesen Kleidern, die vielleicht Uniform B, auch dort steckt sich Hashems Kraft und vielleicht sogar mehr. Und es bringt uns von der Gemara eine Geschichte von Rabbi Chia. Es war eine Zeit, wo hat man wenig Tora gelernt. Was hat gemacht Rabbi Chia? Er hat gemacht ein ganzes Projekt. Der hat eingepflanzt Samen von Leinen, gemacht Netz, um zu jagen Hirschen. Er hat genommen die Hirschen, geschochten, geteilt an die armen Leute, gemacht von dem Klar, von dem Pergament, Torah. Aber die Torah hat er verteilt auf 5 Bücher Moses. Gekommen zu einem Dorf, zu einem Stadt, genommen 5 Kinder. Mit jedem Kind hat er gelernt eine Chumash. Mit dir lerne ich Bereishis, Genesis. Mit dir Schmois, Exodus. Nächstes Jahr du bringst der andere 4, also jeden Tag sollen alle lernen. Und so innerhalb ein Jahr haben sie alle gewusst, die ganze 5 Bücher Moses. Und so ist er gegangen von anderer Stadt und anderer Stadt und die wissen schon gut, sie haben die gleiche Idee mit dem Pergament begonnen in anderen Städten. Es waren nicht Bücher, es war nicht in dieser Zeit jemand, der lernt, es war alles mündlich. Wenn man will etwas mündlich lernen, soll bleiben, muss man lernen 101 Mal. Wenn man sieht das schriftlich, 5 Mal, 10 Mal. Wenn man lernt das mit Musik, 5 Mal. Deshalb, was hat er gemacht? Der hat gelernt mit den Kindern die Torah, mit den Tropen, mit Buchstaben. Das heißt, die Kinder konnten singen, Hasi noa shomayim vadabero vetishma oretz imreifi yaro ifkamoto likhi. Ich kann mich erinnern, wenn meine Kinder waren klein, ich habe gesagt, ihr lernt die ganzen Torah-Abschnitt auswendig mit der Melodie. Und bis heute, sie können das erinnern. Viele Sachen haben sie schon vergessen. Aber wenn du hast die Buchstaben, du hast den Text, du hast die Tropen, du hast die Punktierung, du hast das gelernt mehrere Mal und gesungen, bleibt das im Kopf. So hat gemacht Rabbi Chia.
stellt sich die Frage, warum Rab Chia hat das gemacht? Rab Chia soll sitzen in die Synagoge. Willst du Torah lernen? Komm. Nein. Was macht Rab Chia? Der nimmt andere Kleider. Er zieht auch seine normale Kleider und geht außerhalb dem Lager. Und er geht zu den Leuten, wo dort ist verbunden mit anderen Uniformen. Und davon muss er Gottes Weg machen. Ich gebe ein Beispiel. Wir leben in einer Welt, wo es gibt zwei Kategorien von Kohanim oder die dienen Gott. Es gibt diejenigen, die sitzen in ihre, ich würde sagen, jüdische Ghetto, in Jerusalem, in Bnei Brak, in Antwerpen, in Goldesgrin. Ich lerne, lass mich in Ruhe, ich will sein in Bet HaMikdash, ich will nicht rausgehen mit der Asche nach außen, weil dort kann ich mich verflecken. Klar, wenn man geht draußen, gibt ein Gefahr, dass man sich vielleicht verfleckt. Sag die Torah nicht so schlimm. Zieh aus. Hab zwei Kleider. Eine Kleider ausziehen und soll er nicht denken, jetzt, wenn ich nehme die Asche nach außen, ich gehe runter. Ganz im Gegenteil. Wenn er macht diese Aufgabe, er ist eine besondere Kohen. Warum? Weil er lässt morgen die ganze Bet HaMikdash weiter funktionieren, weil er hat leer gemacht, das, was man braucht. Was heißt das? Ich gebe ein einfaches Beispiel. Es war die Prophetin Hanna. Sie ist gegangen jeden Tag in Shiloh mit Elkanah. Ich glaube, 10 Jahre oder 14 hat sie gewartet auf Kinder. Ab dem Tag, wo hat sie bekommen, dem Schmuel, sie hat nicht mehr gepilgert nach Jerusalem, nach Shiloh. Warum? Brauche ich nicht. Ich habe ein Kind zu Hause, das ist meine Aufgabe. Ich bin jetzt, mein Bet HaMikdash, mein Tempel ist zu Hause. Ich muss nicht jetzt suchen woanders Gottes Kraft. Dort, wo ich bin, ist meine Kraft. Wenn ich putze, ist meine Kraft. Wenn ich wasche dem Kind, Kohen. Wenn ich koche, Kohen. Das heißt, das, was ich mache in meinem Beruf, dort bringe ich Hashem runter. Jetzt. Der Mensch denkt, dass nur wenn er trägt ein Kleider, die passen für seine Image, für seine Kavod, dann ist er mit Hashem verbunden. Sagt die Torah nein. Upashatet Begadav, manchmal musst du ausziehen deine Kleider und ziehen andere Kleider und kommen zu den anderen Leuten und bringen die Torah zu den Menschen. Und dann, die anderen Kleider werden auch heilig. Ich gebe ein Beispiel. Es kann sein, ein Lehrer, der lernt Torah. Und was denkt er über die Medien, über dem Internet, über dem YouTube, über die Pfui, Treff, Gefahr, Asche, schrecklich. Du willst mit Hashem verbunden sein? Nur in Bet HaMikdash, heilig, nur mit den Büchern. Wenn jemand will lernen, soll kommen, bitte in Bet HaMidrash, in Lehrhaus soll lernen. Sagt die Torah, nein. Er wird nicht kommen. Das ist nicht sein Niveau, du musst zu ihm gehen. Er ist außerhalb dem Lager, er ist nicht in deiner Kategorie. Du musst alles tun und gehen zu ihm und machen eine Shiur und veröffentlichen in YouTube. Und er sitzt bei sich zu Hause. Und er kann essen seine Popcorn und er lebt in sein Leben. Und da gibst du ihm eine Chance, wo wird er mindestens Versuch von Hashem zu haben. Ich gebe ein Beispiel. Man investiert heute in der Welt sehr viel in Werbung. Was ist Werbung? Ich habe ein gutes Produkt, komm zu mir. Komm zu mir, ich habe die beste Schokolade. Schkoyach. Aber wie soll ich wissen, dass du hast einen guten Schokolade? Ich muss machen eine Werbung und sagen, komm,
Probier nur meine Schokolade. Probier, du musst nicht kaufen, aber probier. Und in jedem ehrenvollen Supermarkt stellt man so eine Butkele und stehen Menschen und sagen, komm, probier diese neue Kapsule mit Espresso. Du, soll ich dir was sagen? Ich bin zufrieden mit meinem Kaffee zu Hause. Ja, aber probier Kapsule, Espresso, lohnt sich. Schön, du brauchst nicht jetzt Patschken mit Kaffee. Du legst nur die Kapsule rein, du trinkst deinen Kaffee mit Aroma. Probier ein Glas. No. Du bist im Supermarkt, müde, stehst, netter Mensch, gib dir umsonst ein Gläserle Espresso. Du trinkst. Schön. Schkoyach. Schmeckt. Vielleicht kaufen wir diese Maschine. Nein, muss nicht unbedingt sein. Es ist Luxus. Es ist nicht nötig. Ich kann leben ohne dem. Ich kann leben ohne dem. No. Irgendwann hat man einen besonderen Tag, Hochzeitstag, Geburtstag. Und es gibt eine Regel von Hanna Bavli. Und sie schreibt, zum Geburtstag soll man schenken, das, was der Mensch sonst sich nicht leisten wollen oder will. Also Geburtstag ist nicht eine Zeit zu schenken, die Frau Staubsauger. Das ist schrecklich. Also du schenkst nicht deine Frau Staubsauger zum Geburtstag. Du schenkst nicht deine Frau jetzt Bügeleisen mit Dampf. Willst du es schenken, schenk das für Pesach. Gut, aber nicht für Geburtstag. Die Bügeleisen ist beleidigend, wenn was soll man schenken? Soll man schenken Luxus? Ah, hast du Geburtstag? Überraschung, Espresso-Maschine. Oh, toda rabba, Mazel tov, Shkoyach, vielen Dank. Jetzt aber, was passiert? Kann zwei Sachen passieren. Eine negative und eine positive. Negative, er ist begeistert 90 Tage und Shabbat Shalom. Er nutzt nicht mehr die Maschine, er hat keine Lust zu suchen Kapsules und er macht weiter die normale türkische Kaffee wie früher und wunderbar. Es kann etwas anderes sein. Es ist so ein Luxus, es ist so ein Geschenk. Ich verstehe nicht, wie war mein Leben ohne den früher. Das sind so gut. So gut ist das. Jetzt. Die Frage ist, was ist für dich die Tora? Es gibt Leute, die haben probiert Tora und dann konnten sie in ihrem Leben nicht mehr aufhören, Tora zu lernen. Und ab dem Moment sagen die, woher war ich bis jetzt? Mein Leben ohne dem ist wie mein Leben ohne Waschmaschine. Wie konnte ich leben ohne Waschmaschine? Ich mache mein ganzes Leben die Wäsche mit der Hand. Was soll das? Sagt der Serachim schon, unsere Aufgabe, die Tora zu vermitteln, ist nicht nur zu sein der Diener in die Synagoge, der Oberrabbiner, der zünde die Menorah, mit den schönen Kleidern, mit den schönen Uniform. Nimm dir andere Kleider, geh raus außerhalb die Lager und gib die Leute ein anderes Service. Stimmt, es ist Uniform B. Es ist nicht dieselbe Uniform wie zu servieren dem Chef. Da musst du etwas kochen. Da musst du etwas verflecken, müde sein. Aber es ist eine gute Sache. Auch dann bist du mit Hashem verbunden. Bist du mit Hashem verbunden, sehr stark sogar. Ich habe gelesen einen wunderbaren Artikel mit einem frommen Mann, der hat gelernt Pediküre und Maniküre für Männer. Frommer Mann mit so einem langen Bart. Ich habe gesehen ein Interview von ihm. Der Mann sagt, ich bin der glücklichste Rabbi in der Welt. Hat man gesagt, warum? Sagt er, weil alle Rabbis in Israel habe ich die Füße gemacht. Also, wenn du willst, geh zu einem großen Rabbi, Rabbi Yoshiv, Rav Osner, Rav Kanievski. Brauchst du Termin, vielleicht kriegst du 2 Minuten, sagt er, ich komme jeden paar Monate, sitze 20 Minuten, 25 Minuten, spiele mit seinen Füßen, macht Creme, mach ihm schön die Füße,
freue ich mich, er bedankt mir, er redet mit mir offen, mit offenen Füßen, er bezahlt mir sogar. Was für eine große Freude Hashem hat mit mir gemacht. Was für ein glücklicher Mensch bin ich. Also, die Menschen denken, ah, das ist dein Beruf, ich habe gedacht, du bist so ein großer Rebbe. Nein, ich bin kein Rebbe, ich bin Pedikürmacher. Ich mache die Sachen. Genauso erklärt uns auch die Torah, dass es waren auch Kohanim, Priesteren, beim Eingang vom Tempel, Menschen sind gekommen von einem langen Weg. Ihre Füße waren schon verletzt. Sie mussten jetzt reingehen in Bet HaMikdash. Wie wir wissen, die meisten Männer pflegen nicht ihre Füße. Und jetzt mussten sie in Bet HaMikdash barfuß laufen. Es ist kein Kavod zu Hashem, zu sehen Männer zu gehen mit solchen Nägeln wie ein Leopard. Passt nicht, die sind keine Adler. Was war? Draußen sind gesessen Kohanim. Und die Kohanim haben geschnitten schön die Füße von die alle Besucher, die gekommen. Und die Füße gemacht so mit Shemen HaMishcha, mit Öl, mit solchen Schleifen, so hat man genommen so vom Holz, zwischen dem Holz und dem Stamm gibt so eine Schale und diese Schale ist so wie Frauen machen Wachs, die Haare zu entfernen. Sie hatten so eine Methode, dem Haut zu schleifen und sie hatten so eine Keramikmesser, die Füße lach. Sie hatten alle Geräte, um die Füße lach zu machen wie ein Baby. Also zu machen schön. Jetzt, wenn du kommst zum Bet HaMikdash und du fragst dem Kohen, was machst du? Pediküre. Das ist deine Aufgabe in Jerusalem? Zu schmieren die Leute Öl in die Füße? Das kann jeder Philippiner und jeder Vietnameser kann schmieren Öl in die Füße. Ja. Aber er schmiert Öl in die Füße, weil er will 20 Euro. Und ich will machen die Füße, weil ich will Gott Kavod geben. Ich mache die Füße nicht für mich. Wenn ich mache das für mich, natürlich gibt das einen Unterschied, was ich mache. Aber wenn ich mache das für Hashem, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Es kann sein die größte Sache. Es gibt in Israel, und damit schließe ich das erste Thema, es gibt in Israel einen sephardischen Jude. Er ist gekommen nach Amerika in die Ende 50er Jahre. Er heißt Amram Malka. Der kommt von Marrakesch, von Marokko. Seine Familie ist gekommen zu Chabad und er ist gefahren zum Rebbe. Gut, ist gekommen nach Amerika, so ganz verloren. Jiddisch kann er nicht. Kann nicht. Sfaradi kommt aus Marokko. Kann ein bisschen Französisch, ein bisschen Ivrit, so weiter. Er war so ein bisschen verloren. Und so, einer hat ihm gesagt, du kannst werden ein Hausmeister beim Rebbe. Also die Rebbezin braucht so Hilfe, was weiß ich, Sukkah zu bauen, Freitag die Samovar rauszubringen, Platte, Blech, Betten zu bewegen, zu putzen. Also eine Frau braucht Hilfe. Lampe kaputt, Tür ist kaputt. Gut. Nach ein paar Monaten der Mann war der glücklichste in der Welt. Alte Hemd von dem Rebbe hat er bekommen. Alte Socken von dem Rebbe hat er bekommen. Alles, sein Leben sind geworden, er ist geworden ein König als Hausmeister. König. Und wenn die Rebbezin hat verloren ihre Mutter, Nechama Dina, sie ist gekommen zu Amram Malka und die Rebbezin war klug und sie hat gesagt, meine Mama ist weg und ich habe gehört, deine Frau ist drogedig, sie ist schwanger. Wenn es ein Mädel kommt, bitte gib ihr den Namen Nechama Dina, nach meiner Mama, weil ich habe keine Kinder. Gut, was glaubst du ist gekommen? A Mädele. Und hat er genannt die Mädele, Nechama Dina. Und der Rebbezin hat ihm gegeben einen größten Check. Er will bis heute nicht sagen, was hat sie ihm gegeben. Aber er hat gesagt, die Check spielt keine Rolle.
Er hätte die Rebbezin einen Check bezahlt, um so eine Kavod sie zu bekommen. Jetzt pass mal auf. Noch ein Jahr ist vorbei. Seine Frau ist wieder schwanger. Sagt sie, falls wird das ein Jüngele, bitte nach meinem Papa, Levi Yitzchok. Was war? Ein Jüngele. Und stell mal vor, das Leben bringt so, du hast gedacht, du bist Klasse B. Aber wenn du bist überzeugt, dass du dienst Gott, dass du dienst dem Rebbe, du kommentierst deine Geschichte, ob die Sache ist das wert oder nicht. Mein Freund Roland, der unterstützt diese Schiur, macht, es gibt eine Rebbezin in Amerika und sie saß einmal bei einer Talkshow-Frau, Opera Wimperi, und sie hat gefragt, die Frau, was machst du am Leben? Sie hat gesagt, ich habe so Waisenhaus für Kinder. Wie viel? Sagt sie, 11 Kinder. Was machst du mit den Kindern? Sagt sie, alles vom Geburt bis heiraten, begleite ich bis Ende. Wow, Applaus von allen Leuten. Und was ist deine Motivation, sowas zu machen? Sagt sie, ja, Gott hat mir gegeben so ein Geschenk. Diese Kinder, die sind alleine in der Welt. Und ich muss das alles kümmern. Und dann hat sie verstanden, das sind nicht Adoptivkinder, das sind ihre eigenen. Und dann hat sie gesagt, das ist your children. I get. Sagt die Frau, was ist der Unterschied? Wenn ich dir sage, das ist 11 Kinder, habe ich adoptiert, Fremde, gibst du mir einen Applaus, Waisenhaus, Karriere, Ideologie. Aber meine Ideologie ist bei meinen eigenen 11 Kinder. Ohne mich waren sie weise Kinder. Ohne mich haben sie kein Leben. Das heißt, der Mensch schenkt die Story zu das, was er macht. Ob die Sache ist bei ihm eine Belast oder eine Kavod für Hashem. Das ist der erste Teil. Und jetzt gehen wir zu dem zweiten Teil von dem Haggadah shel Pesach. Auch eine spannende Gedanke. Haggadah shel Pesach, Paragraph 2. Der Zera Shimshon bringt eine Pasuk von Parashat Bo. Vayoymer Adinoi el Moishe ve'Aaron, zois chukas ha-Posach, kol beinechor lo yochal boi. Gott sprach zu Moishe und zu Aaron, das ist die Bedingung, das Pesach. Bedingung ist keine gute Übersetzung, steht geschrieben hier, zot chukat ha-Pesach. Chukat bedeutet, das ist die Satzung, das ist die Gesetze, das ist the law of Pesach. Fragt der Zera Shimshon im Namen von Rabbi Yeshayahu Levi Horowitz, warum Korban Pesach, warum dem Opfer von Pesach heißt ein Gesetz, eine Satzung. Warum? Weil man darf das nicht essen in zwei Häuser und nicht springen von einem Haus zu dem anderen. Ich gebe ein Beispiel. Was passiert? Ihr macht bei euch zu Hause Pesach. Nun, ihr sitzt und dann hört ihr in dem Haus nebenan, ist mehr lustig. Dort ist mehr Action, man singt, viele Leute sind dort, wir wollen dort sein. Sagt Gott, nein, heute nicht. Heute bleibt zu Hause. Ihr habt vorbereitet, zu Hause zu essen, geh nicht dort. Das ist ein Gesetz. Wir werden bald sehen, warum. Aber denkt nicht, dass dort ist besser wie bei mir. Der Mensch denkt immer, die haben schön, guck mal, die grillen, die haben Party, warum soll ich sitzen alleine? Komm, ich sitze bei denen. Sagt der Chef, nein. Du gehst nicht raus von deinem Haus bis morgen. Bleibst zu Hause in einem Raum. Und was machst du? Nicht kochen, grillen. Warum grillen? Soll richtig riechen. Überall, alle sollen wissen, du grillst. Wenn du kochst, kannst du es ein bisschen verstecken. Aber wenn du grillst, von wem sollst du das verstecken? Die ganze Stadt sieht. Und jetzt Korban Pesach, ganze Mitzrayim sieht.
alle sehen das. Und Gott sagt, ihr sollt nicht essen von dem Fleisch roh. Na, sollt ihr essen Zli, gegrillt, well done. Warum? Weil vielleicht der Mensch hat Angst von den Nachbarn, er wird machen schnell, 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 die Sache ist noch nicht gebraten und er wird das so machen, so wie Leute machen Leber. Wie machen sie Leber? Schnell, schnell auf die Feuer und danach machen sie in die Pfanne länger zu Hause. Nein, 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 nein. Korban Pesach, bitte langsam, langsam auf dem Spieß soll drehen, drehen, stundenlang, chillen, cook, nicht so schnelle Grill, wo wir machen heute. Nicht so, wie wir machen heute Grill. So ein paar Würstchen, ein paar Giot und Shabbat Shalom, die Sache hat sich erledigt. Man will ein Steak, das wenn es mehr als 5 Minuten, wir haben kein Geduld. Pesach nein. Langsam, bis dem ganzen Lamm auf seine Füßerlach und Händerlach zusammengespießt, auf eine Granatspießholz und gibt seine ganzen Regeln. Will der Serashim schon verstehen, warum soll man nicht springen von einem Haus zu dem anderen? Hashem hat selbst gesprungen. Also beim Auszug von Ägypten steht geschrieben, dass Hashem hat von einem Haus, was ist Pesach? Pesach bedeutet Passover. Hat übersprungen. Wenn Hashem hat übersprungen, ich will auch übersprungen. Bei mir ist langweilig. Bei den Nachbarn gibt es Gäste, die Älteren sind gekommen aus Israel. Dort gibt es Halligalli und bei mir ist langweilig, wir sind schon ein älterer Ehepaar. Dort gibt es Kinder, die singen Manishtana und ich will hören ihre Melodie. Sagt Gott, nein, 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 heute zu Hause. Chok, Gesetz. Erklärt der Serashim schon etwas sehr interessant. Er beginnt die Sachen ganz edel. In Mitzrayim war Lamm Götzediener, so wie in India Rind. Tale, das war auch der Sternzeichen von diesem Monat. Was Hashem hat gesagt? Ihr sollt nehmen dem Lamm und zeigen alle Leute, ihr seid keine Götzediener. Ihr nehmt ihre Gott und ihr verbrennt es. Warum? Weil Hashem hat euch gesagt. Ja, aber manche Leute schämen sich. Soll man nicht wissen, dass ich mache einen Grill für diesen Korban? Ich werde kochen zu Hause. Nein. Grill draußen. Sei stolz mit das, was du tust. Soll alle riechen, dass du nimmst ein Lamm und verbrennt. Jetzt. Wenn ich bin bei dem anderen, ich bin noch nicht bei mir selbst. Jeden Mensch braucht den Geruch, die Überzeugung in seine vier Wände. Wenn die Überzeugung ist in die vier Wände von dem anderen, dann etwas mit mir ist schwach. Wo ist meine Überzeugung bei mir? Es gibt etwas sehr rührend. Steht geschrieben, dass am Pesach soll die Kinder fragen, der Papa fragen. Was passiert, wenn es gibt keine Kinder? Und keine Kinder bedeutet nicht keine Kinder, keine Kinder. Keine Kinder da? Also, Kinder sind in Amerika, in Zypern, du sitzt alleine. Nicht so schlimm. Frag Gott deine Fragen. Warum? Weil du bist sein Kind. Das heißt, du bist nicht stärker, wenn du Kind hast. Du bist viel stärker, wenn du Papa hast. Aber die Menschen denken, oh, ich werde stark sein, wenn ich habe ein Kind. Ja, aber irgendwann mein Kind braucht mich nicht mehr. Und wenn sitzt man alle zusammen, wunderbar. Von vornherein soll die ganze Mischpoche sitzen. Aber soll ich nicht denken, dass ich muss mir identifizieren
mit dem anderen, weil dann bin ich schwach. Ich will in seine Wörter lesen. Beim Auszug von Ägypten haben sie alles gemacht schnell. Wenn ein Mensch macht alles schnell, dann rennt er von etwas. Er rennt von etwas, der ihm nicht gefällt. Er rennt zum etwas, wo er denkt, dort wird er seine Ruhe finden. Und Hashem sagt, ich will der Dampf. Ich will der Dampf, sollen alle riechen. Und bis Ende. Und sollt ihr nicht hinterlassen. Sollt ihr alles essen. Um zu zeigen, ihr seid nicht verbunden mit Götzendienerei. Ihr seid 100% zu mir loyal. Und ich möchte von euch zwei Sachen nur. Brit Mila, Beschneidung, und Fleisch am Pesach. Mit die zwei will ich euch verbinden. Mit dem Essen und mit dem Fortpflanzen. Das sind die alle zwei stärksten Eigenschaften in dieser Welt. Wo die ganze Welt dreht sich nur über die Sache. Deshalb das Wort Chok steht geschrieben, dass Pesach heißt Chok, weil zweimal Chok ist 216. Und das ist die Eselsbrücke von Kol Dodi Dofek Hashem, klopft ein Mann an mein Tür. Das erkläre ich jetzt ein bisschen in einfache Wörter. Du bist das, was du isst, und du bist das, was auf dir gestempelt. König David war einmal in Bade und er hat gesehen, ich bin nackt. Womit bin ich mit Hashem verbunden? Ich habe keine Mezuzah, keine Türpfosten. Und dann hat er geguckt auf seine Mila, auf seine Brit Mila. Und dann sagt er, oh Hashem, ich bin froh, ich bin mit dir verbunden, bedingungslos. Egal was passiert, habe ich auf meinen goldenen Ring dein Stempel. Und davon kann ich nicht weglaufen. Wer darf sitzen am Sederabend? Abgeschnittener. Es ist mir ein bisschen peinlich, was ich euch erzähle, aber es ist eine wahre Geschichte. Es war Pesachabend bei uns Seder zu Hause. Hannis Eltern waren da. Gäste. Und mein Schwiegervater hat vergessen, dass Jiddisch und Deutsch ist sehr nah beieinander. Und es war ein Ehepaar, wo mein Schwiegervater fragt mir in die Ohren, ein Gemalete, also ist ein Beschnittener, also er wollte wissen auf dem Gast, ob er ist ein Beschnittener. Und Hanni sagt ihm, also Schecket, mach jetzt keine Palabre, aber der Gast war ein Virtuos. Sagt der Rabbi, ich bin beschnitten. Ich weiß es. Ich weiß, dass am Sederabend sitzen nur beschnittene Leute. Sie brauchen keine Sorge, nicht zu machen. Er wusste nicht, was er sagen soll. Er wusste nicht. Wenn einer ist schon gekommen, ist nicht die Zeit zu fragen. Und deshalb sagt der Serashim schon, Sederabend muss man machen Members of dem Korban, Familie Members. Das finde ich sehr süß.
Jeder Mensch soll denken, wer sind die 52 Leute, die gehören zu seiner Clique. Also eine Lamm, wenn jeder muss essen, zweimal, würde ich sagen, 100 Gramm, dann eine ganze Lamm reicht Maximum für 52 Leute, so richtig zu essen. Aber diesen die werden genannt Abonnierten. So heißen die in die Gemara. Abonnierten Leute. Es kann nicht kommen jetzt ein Gast von einem anderen Haus und sagen Shalom Aleichem, herzlich willkommen. Er kann kommen diese Woche, eine Woche nach Pesach. Am Pesachabend ist ein geschlossener Raum, ist eine geschlossene Einladung. Und deshalb heißt das Chok. Chok bedeutet ein Gesetz, eine Regel, dass es gibt Zeiten am Leben, wo ein Mensch muss doch in diesen offene, tolerante Welt doch sich irgendwo anschränken und appellieren gegen die Götzendienerei. Und sagen, ich gehöre nicht zu euch, ich opfere dem Lamm. Bei mir ein Rind ist nicht heilig wie in Indien. Ich folge die Gesetze. Sein Teil von meinem Leben. Ich mache die Regeln von unserer Tradition. Deshalb, wenn man das isst in einem Haus, du suchst nichts draußen. Und wenn du bist mit deinen Leuten, wo du mit denen sitzt, niemand wird rausgehen. Weil man muss alle essen in demselben Zimmer. Und reden über dieselbe Thema. Und damit will ich schließen, relevant. Manchmal hast du Gäste. Du machst einen Sonntag, heute nennt man das Barbecue. Und am Ende von dem Abend bist du unglücklich. Warum? Die Menschen sind gekommen, gegessen. Moshe hat gesprochen mit Sarah. Yankel hat gesprochen mit Jochevet. Rivka hat gesprochen mit Hanale. Shlomo hat gesprochen mit Schmulik. Und der hat gesprochen mit der. Was haben alle zusammen gemacht? Gar nichts. Der Cocktail, der redet, man sieht ein paar Männer, ein paar Frauen, diese Thema, sagt Hashem, nicht am Pesach. Am Pesach möchte ich alle, niemand dort oder dort oder dort, alle in demselben Raum, bebeite Chadiachel, in einem Haus soll man es essen. Bis es fertig. Ah, leider, ich muss leider gehen, du musst nicht gehen. Wenn du musst gehen, du bist nicht von den Members. Such dir einen anderen Mischproche. Wenn du kommst zu mir, bleibst zu mir. Die Menschen haben gebaut Zelt draußen. Es war ein voller Mond. Wetter war schön. Es war Frühling. Es war keine Ausrede. Es war nirgendwo zu gehen. Es gab keinen Termin. Es gab keine Kinder zum Schlafen gehen. Alle bleiben da. Du willst, macht man so wie bei den jemenitischen Juden. Legt man bei die Seite Matratzen. Kein Problem. Kannst dich hinlegen auf die Matratze. Bist du müde? Schlaf auf der Matratze. Kein Problem. Du bist zu alt. Leg dem Kind auf dem, kein Problem. Aber Familie oder abonnierte Leute, die sitzen zusammen, schwierig. Gibt so Hemmungen, Schwierigkeiten. Eltern von meiner Frau, meine Eltern, Schwager, Schwägerin, Schwiegersohn, Schwiegertochter, andere Kulturen, gibt eine Lösung. Was ist die Lösung? 4 Becher Wein. 4 Becher Wein, wo man trinkt. Nach 4 Becher Wein kannst du auch L'chaim sagen mit deiner Schwiegermutter. Kein Problem. Also, da gibt es keine Hemmungen.
Und auch ein armer Mann muss sich leisten für besser Wein für Pesach. Oder sich Member zu machen mit Leuten, die bringen ihm rein. Also Schlussfolge, Korban Pesach ist ein Chok. Es muss sein gebraten. Man muss das essen in einem Raum. Es muss Rauch sein. Man muss nichts lassen. Und wenn man das alles tut, beendete Serachim schon, Hashem klopft auf deine Tür. Nur dann kriegst du einen gewissen Klopf. Hashem soll uns helfen, dass die zwei Sachen, die wir haben gelernt heute, soll stattfinden. Eins, jeder soll überzeugt sein von seiner Aufgabe. Soll er nicht denken, ich habe vorbereitet, verbessere, ich bin nicht wert. Nein, du bist genauso wert wie die anderen. Eine leitet dem Sederabend, eine hat gekocht. Es war nie ein Gefühl bei uns am Tisch, dass eine hat gemacht mehr. Eine leitet dem Seder, der Papa. Das ist eine Aufgabe. Und was hat die Mama gemacht? Vorbereitet. Wer ist jetzt mehr überzeugt von dem Sederabend? Der Papa, der kriegt die Ehre und den Applaus, oder die Mama? Klar die Mama, weil sie war Abchia. Sie hat den ganzen Tag gemacht, das Essen, den Fisch, die Suppe, den Kompott, die Salaten, alle, sie ist mit der Sache verbunden schon. Und sie kommt später und sie genießt. Und die zweite Sache ist, nicht springen von einem Haus zu dem anderen und zwei Orte. Das ist auch eine Regel fürs Leben. Sei froh in deiner Position. Denk nicht, dass woanders ist schöner, ist besser, dass bei denen läuft die Party wunderbar. Du machst die Party bei dir. Du musst vor Pesach überlegen, mit wem feierst du. Du musst dich abonnieren, Leute, zu dir. Oder dir selbst bei jemand abonnieren. Und das ist eine Neuigkeit und damit will ich damit schließen. Wir leben in einer Welt, wo Menschen, ich glaube, es ist fast vorbei von der Welt, wo Menschen schämen sich, anzurufen und sagen, darf ich bei euch Schabbes sein? Darf ich zu euch kommen zum Pesach? Darf ich zu euch kommen zum Abendessen? Ist okay, wenn wir kommen zum Besuch? Ja, wir wollen nicht stören. Ja, aber wenn ihr seid Gruppe von den Abonnenten, von die Gruppe, und wie sollst wissen, ob du sollst bei jemand melden, dass du dort sein willst? Eine, wo du willst, soll sein von deinen Abonnenten. Heute bin ich bei dir in deine 52 Lamm essen. Morgen bist du bei mir. Wir essen demselben Lamm. Es gibt keine andere Lamm. Das, was ich esse, isst du. Und wenn ich komme zu dir, ich kann bezahlen auch auf dem Lamm bei dir. Das ist nicht deine Lamm. Es ist nicht, alle nehmen einen Teil in dem Lamm. Und das macht eine riesige Freude. Weil das ist nicht, dass eine hat vorbereitet dem ganzen Barbecue und alle haben gegessen und Shabbat Shalom auf seine Kosten dem Fleisch. Lamm muss jeder ein Teil sein beim Kaufen dem Lamm, sonst hat er nicht gemacht Korban Pesach. Und die Idee ist, einen Wert zu aktivieren und dieser Wert heißt Mishpacha. Mishpacha ist eine Familie. Mishpacha ist eine Zelle, wo nur von kleinen Zellen kann man machen ein großes Volk. Das heißt, noch eine Mishpacha. Das ist so wie die Kinder von Rabbi Chia, Bereshis, Schmois. Zusammen wird das die fünf Bücher Moses. Refuah Shlema für Elia, Ben Judith und für uns alle. Starke, relevante Sachen von diesem Shiur heute und leichte und angenehme und glückliche Vorbereitung für Pesach. Erev Tov weiter.